Herzlich willkommen zum Nerd Talk. Diesmal wieder von zu Hause aus der Vorproduktion. Heute mit dabei sind Cyrox, der Knops und Genie. Ja, wenn ihr das heute gerade im Radio hört, dann ist wohl Montag. Ansonsten hört ihr es wohl gerade in unserem Stream und es ist vielleicht nicht Montag, vielleicht ist es aber doch Montag, man weiß es nicht. Die flexible Art des Hörens einfach. Ja, in diesem Internet, da verschwimmen dann Raum und Zeit noch mal viel mehr als auf diesem analogen Medium namens Radio. Wobei auch das gibt es ja im Livestream. Oder auf 90,7 in Potsdam und Umgebung oder 88,4 in Berlin. Ach super, dass du die Zahlen auswendig weißt. Ich bin begeistert. Auch nur abgelesen. Aber gut abgelesen, insofern. Ja, auch diesmal haben wir eine pickepackevolle Themenliste. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, machen wir einfach mal ein bisschen Musik. We'll be right back.
So, und das, was wir da gehört haben, war Professor Klick mit Bust This, Bust That. Das ist fast schon Zungenbrecher. Das ist ein Titel, der unter einer freien Lizenz steht, nämlich unter CC BY Non-Commercial Share Alike 3.0 US. Sehr schön. Ja, wir wollen ja korrekt bleiben. Ja, yes, das ist so Robo-Voice. Wir bräuchten so eine Robo-Voice dafür. So, das ist sehr lustig. Hello, this is the robot speaking. Naja, diese Lizenzen geben ja echt auch nochmal ein Thema für eine ganze Sendung. Hatte ich das letzte Mal schon angedeutet. Genau, hatten wir beim letzten Mal ja schon. Vielleicht müssen wir das einfach mal machen. Vielleicht, wir hatten ja auch schon mal den Gedanken, dass wir auch ein paar Interviewgäste vielleicht mal in Zukunft uns dazu holen. Hat für diesmal jetzt, ist das noch nicht passiert, aber mal gucken. Also man darf gespannt sein. Wir haben da auf jeden Fall eine Menge Ideen, wie wir jetzt dieses Format hier noch weiterentwickeln wollen. Und schauen wir mal. Und da kann durchaus ja so Lizenzgeschichten, freie Lizenzen, kann ja da durchaus ein Thema sein. Genau. Vielleicht können wir auch irgendeinen Hörer oder eine Hörerin interviewen. Und wir haben jetzt auch eine Kontaktmöglichkeit, wo man uns Tipps geben kann, wer interviewt werden könnte. Genau, große Neuigkeit. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse, sind erreichbar für Fanpost, Liebesbriefe und Kritik. Wie heißt sie denn? radio@ccc-p.org. Ich wiederhole, radio@ccc-p.org. Auch du hast das wunderschön vorgelesen. Ja, ich musste nur kurz suchen. Also ja, wie gesagt, Anmerkungen, Interviewwünsche, könnt ihr alles dahin schicken. Ja. Kritik, natürlich nur positive Kritik, konstruktive. Also ihr könnt auch da hinschreiben und dann teilen wir euch gerne eine Bitcoin-Adresse mit, wo ihr Dinge hinspenden könnt. Nein, natürlich nicht. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann helft lieber unserem Chaos-Treff Potsdam. Den findet ihr unter ccc-p.org. Da findet ihr ganz viele weitere Infos zum Chaos-Treff, von dem wir ja alle entstammen hier. Genau, so viel zu den Kontaktmöglichkeiten. Wir haben ja noch eine Sache neu auf dieser ccc-p.org. Du sprichst da auf so einen Schalter an? Auf so einen Schalter, richtig, im Space. Genau, was wir auch als Neuigkeit haben, ist, wir haben jetzt einen Schalter, mit dem man sagen kann, ist der Space jetzt offen oder zu, sodass man als Außenstehender eine Idee hat, ob man vielleicht auch mal eben so vorbeikommen kann, um zu gucken, ob da gerade Dinge passieren. Muss man natürlich jetzt noch ein bisschen schauen, dass alles noch so ein bisschen im Übergangsstatus, weil auch wir natürlich, auch vor uns macht Corona nicht halt. Auch wir sind gerade dabei, in der Machbar, also nicht nur mit dem Chaos-Treff, sondern auch mit den anderen Initiativen, ein Hygienekonzept und alles entsprechend tatsächlich in die Tat umzusetzen, sodass wir dann auch wieder mehr zur Richtung Normalität kommen können. Insofern ist das momentan eher noch eine interne Geschichte. Aber auf jeden Fall, wenn es dann wieder mehr wird, dass wir dann tatsächlich auch ein bisschen externes Publikum dann häufiger noch haben können und dürfen, dann ist natürlich der Space-Schalter eine wunderbare Möglichkeit, um das einfach zu sehen. Wir werden dann am besten bei der nächsten Sendung dann nochmal ein paar Hinweise geben, wo man sich das anschauen kann, weil das ist momentan noch so ein bisschen im Aufbau und dann muss man da noch ein paar Sachen an der einen oder anderen Stelle aktualisieren, damit man uns auch richtig findet. Deswegen würde ich sagen, machen wir lieber in einer späteren Sendung, aber das gibt's und das werden wir dann auch mal noch auf die Seite einbinden, sodass man da, dass sich das direkt da anschauen kann. Das heißt, ihr dürft gespannt sein, was es da noch für schöne weitere Neuerungen gibt. Und wo wir dabei waren beim Thema zur Normalität zurückkehren, es gibt jetzt auch wieder erste Vor-Ort-Chaos-Treffs. Wir sind ja, wir treffen uns ja immer mittwochs, 19 Uhr, und haben das jetzt in den letzten Wochen, wenn schönes Wetter war, immer als Grillveranstaltung draußen gemacht, wenn dann jeder sein Zettelchen mit Namen und Kontaktdaten einträgt und in eine Box packt, dass wir da auch entsprechend Möglichkeit haben, unserer Verantwortung gerecht zu werden, um Leute nachzuverfolgen. Das wäre doch jetzt auch eine super Überleitung zu einer
anderen Contract-Tracing-Geschichte, die es da jetzt im letzten Monat irgendwie gab. Was meint ihr? Ja. Ja, wer von euch hat denn die Corona-Warn-App installiert? Ich habe mir die installiert. Ich auch. Ich auch. Läuft. 14 von 14 Tagen inzwischen. Ja, ich glaube bei mir auch. Ich müsste die mal wieder aufmachen. Ich hatte das Gefühl, dass sie am Anfang irgendwie Akku gezogen hat und jetzt es nicht mehr tut. Das ist ganz seltsam irgendwie. Ich hatte das Gefühl, am Anfang war mein Handy immer leer und jetzt nicht mehr. Das ist weird. Hast du dein Bluetooth noch an? Ja. Okay. Und am Anfang war das halt irgendwie ganz komisch, aber vielleicht, ich weiß auch nicht. Ja. Aber ich habe gerade ein niedriges Risiko und 14 von 14 Tagen aktiv. Yay. Okay, ja. Vielleicht sollten wir kurz für die Geschichtsschreibung kurz erwähnen, was ist eigentlich diese Corona-Warn-App? Also die Corona-Warn-App ist ja eine App für mobile Endgeräte, die in den letzten Monaten entwickelt wurde von der Telekom und von SAP. Hatten wir da eigentlich beim letzten Mal schon was dazu erzählt? Weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Schon wieder so lange her. Ich glaube nicht so richtig viel. Also da haben sich ja auch andere ganz breit drüber ausgelassen. Da gibt es ja Podcasts Stunden über Stunden, nach denen man auch tatsächlich so grob einen Überblick kriegt, was da gespielt wird, was da passiert und was da nicht passiert. Genau. Ich würde das trotzdem mal ganz kurz zusammenfassen wollen. Also letztendlich gibt es ja diese Corona-Warn-App. Und so wie sie jetzt ist, ist die dazu da, dass sich die möglichst viele Leute installieren können. Dann ist es so, dass die muss man einmal einrichten. Das geht relativ einfach. Und dann verschickt die so pseudonyme Nummern für Leute in der Umgebung, also so maximal 10 Meter ungefähr per Bluetooth. Und Ziel der ganzen Geschichte ist, dass man Nummern von anderen dann aufsammeln kann. Und wenn eine der Personen einen Test macht, weil er oder sie zum Arzt gegangen ist und bei diesem Test rauskommt, oh, du hattest Corona. Oh, du hast. Oder hast Corona, genau. Dass man dann die Kontaktnachverfolgung deutlich erleichtern kann. Weil wenn man zum Beispiel im Supermarkt war, kennt man ja nicht alle Leute, die jetzt im Supermarkt waren und die man jetzt angesteckt haben könnte. Weil momentan ist das ja so, dass die Gesundheitsämter da nachfragen bei den infizierten Personen, wo waren sie denn eigentlich in den letzten x Tagen und mit wem haben sie sich denn so getroffen? Und zum einen weiß man das vielleicht nicht mehr, beziehungsweise war man vielleicht auch an Orten, wo man nicht alle Personen kennt. Ja, also ich würde im Supermarkt jetzt nicht alle Leute um mich fragen, wie sie heißen und was für Kontaktdaten sie haben, um die mir dann zu geben, damit ich dann später vielleicht mal sagen kann, übrigens ich hier. Genau. Und der Vorteil von dieser Corona-Warn-App ist, man braucht es auch gar nicht und man braucht auch gar nicht wissen, wer das ist, weil die ist nämlich datenschutztechnisch, hat man sich da eine ganze Menge Sachen ausgedacht, dass die wirklich sehr datenschutzsparsam ist, also wirklich so die größtmögliche Datensparsamkeit und vor allem auch Pseudonymität, sodass ich gar nicht wissen muss, wer du bist und was deine Telefonnummer und Anschrift ist, sondern das ist durch ganz viel Verschlüsselung und ganz viele andere technische Maßnahmen funktioniert es. Man muss deinen Namen einfach nicht eingeben, ja. Du musst deinen Namen nicht eingeben, aber du bist auch nicht identifizierbar für, sei es eine zentrale Stelle. Aber woher weiß denn die App dann, wenn jemand positiv ist und das an mein Handy schicken will, woher weiß der denn, dass das dann mein Handy ist? Und das klingt jetzt so ein bisschen wie so eine Blackbox, aber an der Stelle, da hat Knops ganz recht, sei verwiesen auf verschiedenste Podcasts, die sich sehr eingänglich damit beschäftigen. Die werden wir auch in den Shownotes entsprechend verlinken, um vielleicht mal so eine Abfolge zu machen. Zum Beispiel hat der Ayuvo, der ja auch regelmäßig hier mit auf unserer Welle mit ist, der hat in seinem Hyperbandrauschen hat der sich unterhalten mit Thomas Klingbeil. Die haben da sehr, gucken sich da sehr die Grundlagen an, wie das funktioniert, wie zum Beispiel auch so eine App-Entwicklung überhaupt so stattfindet, dass man in so kurzer Zeit so ein Riesenprojekt eigentlich gestemmt bekommt. Dann gibt es zum Beispiel auch noch den Podcast von Tim Pritlove, die UKW, Unsere kleine Welt, wo er tatsächlich sehr ausführlich auch nochmal mit Thomas Klingbeil und Malte Janduda, beide von SAP, mal wirklich, ich glaube, das geht 2,5 Stunden lang, die technischen Feinheiten auseinandernimmt für die ganzen Geschichten. Wie werden da Daten verschickt? Wie werden Daten empfangen? Wie ist der ganze Ablauf, wenn sich da jemand infiziert hat? Und warum ist das jetzt eigentlich sicher?
Das wird da alles in sehr guter technischer Tiefe dann auch nochmal beleuchtet. Also das heißt, das sei sehr ans Herz gelegt, wer sich dafür interessiert. Und ansonsten sind auch noch zu erwähnen die Logbuch-Netzpolitik, die wir ja hier auch schon mehrfach erwähnt haben. Die haben sich in mehreren Folgen damit beschäftigt, mit dieser Corona-Warn-App und Lage der Nation, die dann auch so ein bisschen das politische Geschehen beleuchten. Auch da gibt es entsprechende Infos. Insofern jede Menge Hörstoff, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will. Ansonsten von uns, denke ich, kann man übereinstimmend irgendwie so Daumen nach oben geben, dass das eine sinnvolle Möglichkeit ist, ja, Corona und der Eindämmung des Ganzen Herr zu werden. Also zumindest einen Beitrag zu leisten und genau. Der Sache Fortschritt zu leisten. Ohne dabei allzu viel von sich selbst preisgeben zu müssen, ohne verfolgbar zu werden und so weiter. Es war ja kurz noch vorher die Frage von Ginny, wie dann diese Warn-App weiß, dass das mein Handy ist. Das ist ja mein Handy. Das weiß natürlich, dass es mein Handy ist. Und im Prinzip reicht das ja auch, um mich zu warnen. Ja, ich weiß auch, wie es geht. Ich habe mir sogar den Source Code ein bisschen angeschaut. Das war nur so eine, wie heißt es? Anwalt des Teufels, ja. Aber das ist immer so eine Frage, die ich halt in Gesprächen mit Leuten halt dann immer als erstes so bekomme, so von wegen, ja, wenn die alle sagen, das ist so datensparsam, aber woher wissen die denn, dass das mein Handy war mit den anderen und das ist doch irgendwo speichert und Dinge. Ja, okay, also gut, dann sollten wir da vielleicht dann tatsächlich aber nochmal kurz einsteigen. Kernidee an der ganzen Geschichte, so wie die Corona-Warn-App jetzt hier in Deutschland entwickelt wurde und ist, der dezentrale Ansatz. Was verbirgt sich dahinter? Im Gegensatz zum zentralen Ansatz gibt es nicht eine Stelle, wo alle Daten irgendwie anlanden, sondern wenn du dir die Corona-Warn-App installierst, findet das erstmal alles nur auf deinem Telefon statt. Dein Telefon denkt sich irgendwelche zufälligen Nummern aus und schickt die raus. Und die anderen Telefone, die diese Warn-App auch haben, machen genau dasselbe. Und dann empfängst du entsprechend die zufälligen Nummern aus deinem Umfeld. Genau, und also. Das sind auch nicht immer dieselben Nummern, sondern die wechseln dann auch durch. Das heißt, selbst wenn du ein und dieselbe Person in deiner Nähe hast, siehst du nicht immer dieselbe Nummer von der, sondern dann auch regelmäßig wechselt das durch, sodass es mehr als erschwert wird, dass du da tatsächlich konkrete Rückschlüsse ziehen kannst auf eine einzelne Person. Also um aus diesen Daten, die da rausgehen, du hast ja gesagt rausgehen, das geht ja nicht ins Internet raus, sondern im Umkreis von eben Bluetooth-Reichweite, 10 Meter ein bisschen. Ja. Und wenn jemand dich in dem Bereich tracken wollen würde, dann geht es halt nur, indem er wirklich neben dir herläuft. Und dann braucht er auch keine App. Ich stelle mir das gerade vor, das wäre lustig. Ja. wie so ein Pantomime, der dich immer so in 2 Meter Abstand verfolgt. Ja, das kann man auch einfacher haben. Man kann einfach auch so hinterherlaufen ohne Handy, aber gut. Ja, genau. Also und also deswegen, das ist sehr wichtig zu verstehen, dass es wirklich ein dezentraler Ansatz ist. Ganz am Anfang wurde ja verfolgt hier in Deutschland der zentrale Ansatz, dass es halt irgendwie einen zentralen Server gibt und man dann irgendwie dann regelmäßig meldet, hier, ich bin der und der und ich habe mich mit, ich habe halt folgende Nummern irgendwie gesehen und dann wird das an eine Stelle dann irgendwie gepumpt und das kann dann auch einigermaßen anonym oder eigentlich ist es ja immer nur pseudonym sein. Aber das ist halt ein ganz anderes Risiko, weil nämlich das dann bedeutet, dass es tatsächlich eine Stelle gibt, die dann irgendwelche Beziehungen zwischen Telefonen herstellen kann. Und das will man ja aber eben genau nicht. Und deswegen gibt es halt diesen dezentralen Ansatz und dann gibt es halt, wie gesagt, diese rotierenden Nummern und noch einige weitere Mechanismen, die dafür sorgen, dass halt eben das wirklich eine sehr sichere und saubere Sache ist. Es gibt tatsächlich, also es gibt durchaus 1-2 Punkte, die man in Zukunft jetzt noch lösen muss. Das sollte man der Vollständigkeit halber auch sagen. Nämlich zum einen gibt's noch so ein bisschen so einen offenen Punkt. Woher weiß ich, dass die App, die da öffentlich einsehbar ist und wo auch ganz viele Leute Daumen hoch gesagt haben, ja, wir können da keine
Schwachstellen, keine wesentlichen Schwachstellen oder Schwierigkeiten finden, dass die App, die da einsehbar ist, tatsächlich auch die ist, die auf den Telefonen landet. Da sind meines Wissens nach Arbeiten auch im Gange, das tatsächlich möglich zu machen, dass man auch noch nachvollziehen kann, okay, die App, die da irgendwo zum Download steht, ist tatsächlich auch die, wie sie in den öffentlichen Webseiten verfügbar sind. Du sprichst auf diese Reproducible Builds an, richtig? Genau, auf die, ich spreche genau darauf an, auf die reproduzierbaren Builds, genau das. Das heißt, dass im Prinzip, wenn jemand diese Software baut, dass immer genau auf dem Buchstaben das gleiche Ergebnis rauskommt als ausführbares Programm. Und wenn ich es 10-mal nacheinander baue, ist genau das gleiche Ergebnis. Und wenn ich es auf meinem Handy habe und es ist genau das gleiche auf dem Buchstaben drauf, dann kann ich davon ausgehen, dass der Quelltext auch der gleiche war, der zu dem Ergebnis geführt hat. Genau das. Was nicht immer einfach ist, weil beim Übersetzen von so einem Programm vom Quelltext in den Maschinencode ja teilweise Timestamps, also Datum und Uhrzeit, mit reingebaut wird und das dafür sorgt, dass das im Moment noch nicht immer das gleiche Ergebnis kommt. Also ich baue es 10-mal und habe 10-mal in klitzekleinen Teilen unterschiedliches Ergebnis. Obwohl das, was wir da eigentlich bauen wollten, exakt dasselbe ist. Ja. Genau, einfach weil es zu einer anderen Zeit gebaut ist oder auf einem anderen Computer. Genau, also schon alleine, selbst wenn wir ein und denselben Rechner haben mit ein und demselben Betriebssystem, aber du vielleicht eine leicht andere Version von deinen Bildwerkzeugen hast, kann das ja schon dazu führen, dass du ein anderes Softwarepaket, eine andere App baust als ich. Also ganz abgesehen von auch zum Beispiel den ganzen Zeitstempeln. Deswegen, das ist nicht ganz trivial, das ist nicht ganz einfach, das hinzukriegen, aber das ist dann natürlich die hohe Kunst, die man dann haben will, gerade um auch nochmal mehr das Vertrauen in das Projekt zu stärken. Genau, also daran wird gearbeitet. Genau, daran wird gearbeitet. Genauso wird auch daran gearbeitet, bei Android-Geräten ist es ja so gelöst, dass das in den sogenannten Google Play Services umgesetzt ist, die eigentliche Schnittstelle, die von Apple und Google in die Betriebssysteme eingebaut wurde. Da geht zum Beispiel unsere kleine Welt mal ganz ausführlich drauf ein, warum das so ist. Genau. Und was ich dazu nur sagen wollte, ist, läuft gerade ein Projekt, um eine offene Implementierung zu bauen. Also das heißt, selbst die Stellen, wo man irgendwie sagen könnte, na, da sind vielleicht noch irgendwie noch, ist vielleicht noch eine Ecke oder da ist vielleicht noch eine kleine Kante, auch da wird gerade dran gearbeitet, die auch noch auszuräumen. Ich finde es immer wieder faszinierend, dass halt so viele Menschen irgendwie da so dagegen sind. Also ich habe letztens auf Facebook sogar diese Profilsticker gesehen für ich app nicht mit. Es gibt ja diesen Hashtag ich app mit oder so. Okay. Und es gibt so Profilsticker für ich app nicht mit, wo ich so denke, auf Facebook, Moment, was? Oder das sind halt Leute halt, die App nicht haben wollen, aber TikTok haben und Facebook und alles und andere WhatsApp, auch noch. Also ich habe zum Beispiel auch Gegenüberstellung gesehen von welche Berechtigungen möchte WhatsApp haben von deinem Telefon und welche möchte die Corona-Warn-App haben. Und das ist halt einfach, ein kompletter Unterschied. Also das Einzige, was halt die Corona-Warn-App halt braucht, ist Zugriff auf dein Bluetooth. Da sollte man sich nicht irritieren lassen, dass zumindest unter Android er nach der Berechtigung fragt, nach Standortinformationen. Das ist unter Android ein bisschen, das kann erstmal irritierend wirken, aber wenn man weiß, dass das klassischerweise diese Berechtigung, die da zu vergeben ist, für Standortermittlung verwendet wird, aber jetzt in diesem Fall eben gerade nicht, dann ist das, sieht das halt auch ganz anders aus. Also weil die Schnittstelle, so wie sie von Apple und Google umgesetzt wurde, erfordert, dass man nur entsprechend freigegebene Apps zum Contact Tracing, also zur Kontaktverfolgung, installieren kann. Und außerdem gibt es da entsprechende Regeln, welche Berechtigungen die überhaupt haben dürfen. Und das ist eben Bluetooth, also das, was man eben braucht, um diese Signale auszusenden bzw. empfangen zu können und wirklich auch nur dafür. Und dann für den Fall, dass man sich als identifiziert melden möchte. Auch das ist wieder kann. Das ist kein Muss, das ist ein kann. Und auch nur dann wird man gefragt nach
So, Moment. Na, er muss sich Daten. Jetzt wird es leicht unstrukturiert. Also die App braucht Internetzugriff, um sich halt täglich einmal die Listen von Nummern, also, aber das sind dann wiederum andere Nummern zu holen, welche Personen sich als infiziert gemeldet haben. Und wenn man sich selber dazu entscheidet, sich per App als infiziert zu melden, weil man einen entsprechenden Test hat, dann funktioniert das zum einen nur mit Hilfe einer entsprechenden TAN, die man dann mit dem Testergebnis bekommt. Und auch nur dann sendet die App tatsächlich selber die entsprechenden Informationen auf den Server. Aber auch da sind wiederum entsprechende Verschlüsselungsverfahren am Werke, sodass auch nicht eins zu eins die eigenen Daten dorthin geschickt werden. Ja, also man kann es ja zusammenfassen, wirklich ganz viele Gedanken gemacht, wie man das datensparsam und ohne Möglichkeiten, das zu betrügen und zu tun, als wäre ich jetzt krank, obwohl ich es gar nicht bin, hinzukriegen. Genau. Auf der anderen Seite gibt es jetzt Apps, die so tun, als würden sie die Corona-App tracen können. Und wenn das finde ich auch richtig krass. Genau, und wenn man da mal im Hintergrund guckt, was die alles an Berechtigung wieder wollen, dann sind nämlich das die eigentlich tatsächlich tracebaren Apps. Also es passieren da Dinge, die sind fürchterlich. Aber Glück kann man sagen, die Corona-App hat, ich glaube, 15,2 Millionen Downloads heute Vormittag gehabt. Ich habe mal teilweise Zahlen. Heute sollten wir vielleicht dazu sagen, wir zeichnen heute auf am 9. Juli. Richtig. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht gesagt. Stimmt, hatten wir nicht. Oder auch am 131. März 2020. Ja, und diese anderen Dinger, die da am Laufen sind, die haben so 100. Im Vergleich zu 15,2 Millionen ist es einfach, vergesst es einfach. Gut. Wie kommt es eigentlich zu diesem 131. März? Naja, weil Corona zählt man doch nur der wievielte Tag im März das ist, oder? Ja, ja. Ach so? Ich habe mich auch gewundert, wo das immer herkommt. Ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, ja, irgend so Spleen. Ja, okay. Aber also vielleicht würde ich sagen, wir haben das jetzt ein bisschen beleuchtet. Andere haben das schon vor uns auch getan, was die Corona-App alles tut und was sie nicht tut. Wir verlinken das entsprechend in den Shownotes dann wäre jetzt meine Frage, habt ihr sonst noch irgendwie was zu dem Thema zu sagen? Erstmal wollt ihr da noch irgendwie was? Alles erörtert. Erstmal nicht. Wollen wir zum nächsten Thema gehen oder wollen wir erstmal Musik spielen? Lasst uns doch einfach nochmal eine kleine Musik spielen. Ja, na dann. Mal.
Das war doch sehr entspannend nach diesem, ja, dann doch etwas ernsten und sehr tiefgreifend dann technischen Thema. Was haben wir gehört? Wir haben gehört Organism mit Space Funk. Und dieser Titel steht unter CC BY Lizenz Non-Commercial No Derivatives 3.0. Ja, was war denn sonst noch so los? Wir haben hier ja mal so ein paar Sachen noch gesammelt. Wollt ihr da irgendwie mal was rausgreifen vielleicht? Ja, wo fangen wir denn an? Wollen wir VDI mal rauspicken? Oben. Oben? Nein, VDI ist jetzt in der Mitte. VDI. Der Verband Deutscher Ingenieure. Der hat so verschiedene Arbeitskreise und da gibt es unter anderem einen Arbeitskreis Produktionstechnik. Der wurde jetzt gerade wieder frisch an den Start gebracht, weil ja, da mal wieder junge Leute nachkommen können, ruhig, und wieder ein bisschen Aktionen starten. Und neben diesem Arbeitskreis für die Produktionstechnik gibt es noch einen für Informationstechnik. Da waren tatsächlich in der Veranstaltung exakt null Leute, die sich für die haben sich alle für Produktionstechnik interessiert, mit dem Ergebnis, dass der VDI immer noch einen Arbeitskreisleiter für die Informationstechnik sucht. Nachdem wir tendenziell informationstechnisch affines Publikum und Hörer haben. Vielleicht findet sich ja jemand, der an radio@ccc-p.org schreiben möchte, dass er da interessiert ist. Kontakt können wir dann gerne aufbauen. Na dann. Connections, Netzwerk. Yay. Ja, also auch wenn jemand mal wissen will, was denn an so einem Arbeitskreisleiter-Dasein alles hängt, kann man dann auch noch genauer erörtern. Ansonsten Netzwerk, könnte man ja auch noch erwähnen, ein ganz anderes Thema, nämlich das Berliner Funkzellentransparenzsystem. Oh, das ist das perfekte Wort für Hangman. Ja. Also Galgenraten, oder wie das auf Deutsch heißt. Genau, und weil es so schön war, sage ich es einfach nochmal, das Funkzellentransparenzsystem. Es hat nichts mit Freifunk zu tun. FTS. Ich habe es heute irgendwie mit den Zungenbrecherwörtern. Da wäre jetzt erstmal meine Frage, kennt ihr das überhaupt? Nein. Knups, kennst du es? Also mir ist es tatsächlich so vor einem Jahr mal über den Weg gelaufen, dass es das gibt. Und ich fand es vom Thema her spannend, ja. Freund der Transparenz, aber dann nicht tiefer und weiter verfolgt. Freund der Transparenz. Okay, also was das ist letztendlich und ist ja sicherlich auch für Potsdamer und Brandenburger auch sicherlich interessant, gerade wenn sie mal in Berlin ab und an unterwegs sind. Berlin hat seit jetzt, ich glaube, 2 Jahren dieses Transparenzsystem und letztendlich geht es ja darum, unter bestimmten Voraussetzungen haben ja die Ermittlungsbehörden die Befugnis, sogenannte Funkzellenabfragen zu machen. Das heißt, wenn, ich glaube, da fallen, der Kriterienkatalog ist, es muss eine schwere Straftat vorliegen und es muss auch eine entsprechende Anordnung ergehen, dass man so eine Anfrage, so eine Funkzellenabfrage durchführen darf. Und dann geht man zum Mobilfunkbetreiber und sagt, ich hätte gerne für diesen Zeitraum, in dem halt diese Straftat verübt wurde, hätte ich gerne mal die Kennung aller Teilnehmer, die zu der Zeit in diese Mobilfunkzelle eingebucht waren. Das heißt, jeder, der irgendwie sein Telefon aktiv hat mit einer SIM-Karte drin, ist ja immer in, sofern er kein Funkloch hat oder sie, in einer entsprechenden Funkzelle eingebucht. Und diese Daten werden zumindest in einem gewissen Zeitraum vorgehalten beim Mobilfunkbetreiber und können von den Ermittlungsbehörden unter bestimmten Umständen dort übermittelt werden. Genau. Und Es gibt natürlich gewisse Auskunftsrechte, die man als Betroffener hat. Aber dazu müsste man natürlich erstmal wissen, dass man Teil von so einer Funkzellenabfrage war. Und dieses Funkzellentransparenzsystem ist jetzt dazu da, um diese Sichtbarkeit einfach zu erhöhen und auch die Zugänglichkeit, dass man mitbekommt, dass man Teil von so einer Funkzellenabfrage war. Was es dazu gibt, ist, es gibt eine Webseite von Berlin, wo man sich anmelden kann mit seiner Mobilfunknummer. Dann kriegt man da einen Bestätigungscode zugeschickt, muss den dann nochmal in der Webseite eingeben und dann ist man für 90 Tage
angemeldet an dem System. Und wenn in diesem Zeitraum eine Funkzellenabfrage stattfindet, ist man entsprechend registriert, dass man dann auch informiert werden möchte. Das kann man dann noch aktualisieren. Das heißt, man kann dann die Anmeldung noch verlängern. Und wenn man das entsprechend wiederholt, idealerweise lückenlos dann hat und dauerhaft angemeldet ist, dann bekundet man quasi, dass man informiert werden möchte, wenn man Teil von so einer Funkzellenabfrage war. Jetzt kam tatsächlich vor 2-3 Monaten die Frage auf, so, okay, warum hat man da noch nie mal von gehört, dass jemand da Teil von so einer Funkzellenabfrage war? Weil die finden ja durchaus statt. Es gibt ja in den offiziellen Statistiken oder wenn es entsprechende Anfragen von Politikern gibt, gibt es ja auch entsprechendes Zahlenmaterial, wie viele da so stattfinden. Warum hat man denn davon jetzt noch nichts gehört? Und das liegt jetzt wohl daran, diese Benachrichtigungen. Wer sollen jetzt tatsächlich in Zukunft, in vielleicht nicht allzu ferner Zukunft, dann tatsächlich auch erst jetzt stattfinden, also als zweite oder dritte Phase von diesem Transparenzsystem. Weil, was natürlich passiert ist, so Ermittlungsverfahren dauern einfach eine gewisse Zeit und erst nach Abschluss dieser Ermittlungsverfahren und vielleicht nach Ergehen des rechtskräftigen Urteils ist es dann möglich, dann benachrichtigt zu werden. Und deswegen, bislang wurden da noch keine Benachrichtigungen verschickt, aber das soll dann demnächst mal stattfinden. Und deswegen, man darf gespannt sein. Wer das System noch nicht kennt, dem sei das mal ans Herz gelegt, sich da mal das anzuschauen. Ist auf jeden Fall auch wieder eine gute Sache, mal für mehr Transparenz zu sorgen, was jetzt eigentlich so im Digitalen so stattfindet. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will, tatsächlich. Also. Muss natürlich auch jeder für sich selber entscheiden. Gibt sicherlich auch Menschen, die da sicherlich eine gewisse Skepsis haben, ob man denn bekunden möchte, dass man da Interesse dran hat. Eben, ja. Was passiert denn da mit den Daten? Also das würde mich ja noch viel mehr interessieren. Dann haben die ja schon mal auf alle Fälle meine Nummer und sowas. Weil wodurch gehen denn die Benachrichtigungen? Ach, ist egal, ist ein vertieftes Thema, aber... Ja, aber es ist durchaus ein relevantes Thema, ja. Kann man aber natürlich über diverse Anfragen auch mal wieder ergründen, wenn es jemanden tiefergehend und intensiver interessiert. Also ich glaube, da ist... Was meinst du mit Anfragen an der Stelle? Also jetzt? An der Stelle, wenn ich jetzt mich da anmelde und meine Daten da abgebe, dann gibt es ja wahrscheinlich eine Datenschutzerklärung, wo drin stehen sollte, ja, was mit meinen Daten passiert. Die gibt's. Eben, ne? Ja, genau. Und wenn ich der nicht zwingend vertraue, dann kann ich ja immer noch zum einen direkt anfragen. Dieses Funkzellentransparenzsystem, jetzt habe ich es auch mal gesagt, hat ja mit Sicherheit einen Betreiber. Und wenn ich dessen Antwort dann immer noch nicht vertraue, dann kann ich ja immer noch Frag den Staat in die Spur schicken und mir Hintergründe holen. Es ist ja wahrscheinlich alles vom Land Berlin betrieben und damit staatlich und damit unterliegt es ja diversen Transparenz- und sonstigen Gesetzen. Genau, beziehungsweise dann natürlich entsprechend auch DSGVO ist da vielleicht auch eher einschlägiger, sage ich zumindest mal als juristischer Laie. Genau, aber ja, das wird von Berlin betrieben. Da ist Ulf Burmeier, der unter anderem auch, der ist ja Richter am Landgericht Berlin, ja, glaube ich, oder war er mal. Der hat ja da auch im Wesentlichen, ist ja da auch im Wesentlichen mit involviert. Und der ist ja durchaus auch sehr auf der Datenschutzseite und ist da dem ist zumindest mal sehr vertrauenswürdiger Name. Mhm. Jetzt gibt es Leute, die weniger vertrauenswürdig sind und schwere Straftaten machen. Also jetzt nicht in Berlin, sondern ich glaube Moldawien war es. Erzähl mir mehr. Ich habe hier so ein Stichwort vor der Nase, Hubschrauberfälscher. Also auf die Idee muss man erstmal kommen. Was? Hubschrauber? Fälscher. Fälscher? Hubschrauberfälscher? Moldawische Hubschrauberfälscher. Erzähl mir mehr. War vielleicht sogar ich derjenige, der den Link da reingeworfen hat ins Pad. Tatsächlich, also die Polizei in Moldawien hat eine clandestine factory auf Englisch, also so eine leichte versteckte Fabrik aufgetan und ausgehoben, in der illegalerweise offensichtlich Kopien von russischen Kamov KA-26 Hubschraubern erstellt wurden. Also auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. Aber na gut. Okay. Kann man mal machen. Also Geld fälschen, okay. Gewisser Aufwand dahinter. Aber so ein Hubschrauber fälschen ist schon echt eine Nummer. Oder irgendwie Spielzeuge oder andere Gebrauchsartikel nachzubauen. Ja, aber so zu so einem Hubschrauber gehört ja auch ein bisschen was dazu. Der soll ja am Ende auch fliegen. Also. Ach. Es reicht ja nicht nur den zu fälschen, sondern der möchte ja am Ende auch ordentlich abgenommen, zertifiziert und mit CE-Zeichen geböppt werden.
Ach nee, Weißrussland braucht kein CE, aber die haben mit Sicherheit auch Zertifizierung und Normungen für Hubschrauber. Ich glaube nicht, dass da Hubschrauber einfach mal so von der grünen Wiese ungeprüft abheben dürfen und wollen. Nee, also ich habe da tatsächlich jetzt nicht so tiefergehende Kenntnisse, aber da, wo man immer denkt, ja, Fernost, China wäre so ein Thema. Nein, ich habe da mal über einen Bekannten mitgekriegt, wie da Zertifizierungen laufen und die sind teilweise sogar strenger als bei uns. Kurzer Einwurf zum CE-Kennzeichen. Das hat ja auch erstmal nicht unbedingt was mit Zertifizierung zu tun. Das kann ja jeder Hersteller erstmal einfach draufpappen, bis ihm das Gegenteil bewiesen wird. Richtig. Das ist ja ein häufiges Missverständnis. Nur wer da ein CE-Zeichen draufsteht, ist das noch nicht... Also, das kann man schon machen. Die kann man sich im Tausenderpack auch bestellen. Stimmt. Und es ist sogar legal, das dann drauf zu kleben. Nur die Folgen, die einen treffen, wenn es dann nicht nach den Regeln der Kunst geprüft ist, ja, die können halt dann geschäftsschädigend sein, sag ich mal. Definitiv, ja, ja. Also es war jetzt auch überhaupt keine Aufforderung, irgendwie Dinge zu tun. Aber viele Leute denken ja irgendwie so, oh ja, da ist das ist ja wohl geprüft. Ja, ne, wenn man halt an so einen Händler gelangt, der irgendwie selber aus China das sicherlich auch im guten Willen und guten Glauben da irgendwie importiert hat. Aber genau, es gibt da erstmal von vornherein keine Pflicht, dass man da vorher, bevor man diesen Sticker draufgeben darf, irgendwie Dokumente einreichen muss oder das sonst. Es gibt da ja auch noch ein grafisch sehr ähnlich aussehendes Zeichen. Sogar tatsächlich gibt es bei, das nennt sich CE für China Export. Also wenn man das erste Mal hört, denkt man, das ist ein Witz. Aber nein, es ist kein Witz. Das Zeichen gibt es wirklich und das ist tatsächlich für China Export. Ist grafisch ein bisschen unterschiedlich. Das CE-Zeichen sollen zwei Kreise sein, die sich tangential berühren. Das China Export wird sich überschneiden. Daran kann man es erkennen. Also wer da genaueres Interesse hat, den Wikipedia-Link können wir mal in den Shownotes packen. Das können wir gerne tun. Und wo finden wir die? Einfach nur, um das kurz nochmal erwähnt zu haben, unter radio.ccc-p.org. Genau. Genau. Jo, ansonsten dieses CE-Zeichen ist halt tatsächlich nur ich, der dieses Zeichen draufpappe, bestätige damit, dass ich nach den Regeln der Kunst und nach den europäischen Richtlinien geprüft habe, die für dieses Produkt relevant sind und in Frage kommen. Mhm. Ganz einfache Sache, wenn man da mal sich genauer mit beschäftigen muss, aus Gründen, dann kann man auf ähnliche Produkte gucken und schauen, was steht in einer CE-Erklärung zu diesem Ding. Da muss immer eine Konformitätserklärung beigelegt sein und ich habe festgestellt, dass es sehr hilfreich ist, da mal in andere reinzugucken, wenn man selbst sowas erstellen muss. Da stehen nämlich die ganzen Normen schon drin, auf die man dann selber auch nochmal gucken muss. Vorausgesetzt, sie ist halbwegs aktuell und nicht von vor Jahren. Jo, haben wir noch Themen? Immer, immer. Vielleicht sogar eine sofortige Korrektur. Ja. Möglicherweise. Vielleicht bist du mit dem China-Export auch einer Ente aufgesessen. Echt? Zumindest, wenn man der Wikipedia glauben darf. Jetzt googeln beide um die Wette. Oh, ich kann es richtig vor mir sehen. So, was? Natürlich. Weil da steht nämlich drin, wenn ich das jetzt mal so beim überblicksmäßigen Lesen mir zu Gemüte geführt habe, dass es tatsächlich nicht sowas gibt. Also es mag sein, dass es das nicht gibt. Ich habe es tatsächlich auf einem von mir geprüften im Rahmen meiner Tätigkeit als VDE oder BGVA3 Unterweisender. Ich habe so ein Gerät schon mal gesehen, wo tatsächlich genau dieses nicht richtig grafische CE-Symbol drauf war. Okay. Also mag eine Ente sein, mag sein, dass das nicht das richtige CE-Zeichen ist, mit Sicherheit, aber ich habe so ein Gerät tatsächlich halt echt schon in freier Wildbahn entdeckt. Okay, yeah. Das ist, also ich habe auch nie den Anspruch erhoben, dass Wikipedia auch stimmen muss, weil das ist ja auch nicht alles wahr, was in der Wikipedia steht, muss man ja auch kritischerweise so sagen. Tatsächlich richtig. Also ich finde den Artikel im Moment auch nicht, aber wir haben ja danach ein bisschen Zeit für die Shownotes, da suche ich den passenden dann auch nochmal raus. Genau. Und wo wir gerade bei moldawischen Fälschern waren, man kann ja auch andere Dinge fälschen, die es teilweise auch gar nicht unbedingt so gibt. Was mir nämlich zum Beispiel über den Weg gelaufen ist im vergangenen Monat, ist ein... Ja, da hat jemand vorgestellt, wie man Bilder entpixeln kann. Kennen wir ja alle, ne? Irgendwie ein Bild schlecht aufgenommen oder irgendwie eine Person sehr weit im Hintergrund. Und jetzt wollen wir mal so dieses klassische Enhance. Also hier CSI oder Tatort oder was auch immer. Wir wollen jetzt mal da hinten. Das ist der Täter, die Täterin oder einfach zum Privatgebrauch. Mensch, Tante Erna, die steht so weit im Hintergrund und ist total verpixelt. Können wir da nicht mal irgendwie noch an der Bildqualität was machen? Und da hat tatsächlich sich jetzt mal jemand hingesetzt und einfach mal mit Technik, die
ja, verfügbar ist und ein bisschen was zusammengestöpselt, um halt Bilder und also vor allem Gesichter zu entpixeln, um da entsprechend ja wieder Gesichter sichtbar zu machen. Was ist da passiert? Naja, das birgt natürlich schon erstmal gewisse Risiken, weil das bedeutet ja im Zweifel, wenn du irgendwo ein Bild hast und sagst so, na, ich möchte jetzt nicht, dass die Personen erkennbar sind und verpixel die, was ja im Journalismus gang und gäbe ist, aber auch in den sozialen Medien und im Internet, dann ist das natürlich schon relevant, wenn es da irgendwie eine Technik gibt, die Gesichter entpixeln kann, weil das widerspricht ja dem Zweck, warum Leute irgendwie da Gesichter verpixelt haben. Aber war das nicht auch das Ding, was super rassistisch war in der Wiederentpixelung? Oder war das was anderes? Willst du etwa sagen, der Ansatz ist fehlbar? Ja, möchte ich sagen. Knurps, was? Das hängt natürlich, also ja, zum einen ist das natürlich so eine Sache, wenn Informationen in dem Bild nicht drin sind, sind die nicht drin. Das heißt, wenn ich diesen Algorithmus zum Entpixeln verwende, hängt die Qualität vom Ergebnis sehr stark von den Trainingsdaten ab, die ich da reingesteckt habe. Mhm. Wenn mein Bild da in der Datenbank drin war, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich gültig entpixelt werde. Wenn mein Bild in den Trainingsdaten nicht drin war, dann kann auch irgendein Bild von jemandem, der halt so ähnlich aussieht wie ich. Da kommt das nicht direkt mit mir zusammenhängt. Es ist so ein Schwachpunkt von diesem Algorithmus. Und die Sache mit dem rassistisch, ja, das kam halt tatsächlich dadurch auf, dass die Trainingssätze, die da verwendet werden, häufig männliche, weiße Personen beinhalten. Und shit in, shit out, wenn ich diesen Algorithmus falsch trainiere, dann kommt auch ein falsches Ergebnis raus. Und wenn das die Trainingsdaten gebiased sind, also ich sage jetzt mal nicht mit Absicht rassistisch, aber halt einen Bias haben, der männlich, weiß, europäisch ist, dann wird dieser Algorithmus auch immer sagen, egal wie der Mensch aussieht, na, der war wohl männlich, weiß und europäisch. Der hat es ja nicht anders gelernt. Ja, gerade wenn die Belichtung dann noch irgendwie passend ist und so. Genau. Deswegen ist Diversity in Tech so wichtig, dass man dann, dass dann an allen Stellen diverse Personen sitzen und sagen, ey Leute, ihr könnt doch hier nicht nur weiße Trainingsdaten nehmen. Zum Beispiel, ja. Richtig. Ja. Also, spätestens, wenn ich diesen Algorithmus nicht nur zum Üben, sondern in freier Wildbahn und für echte Dinge verwenden will, dann ist es nicht nur, dann soll ich bitte, dann, sondern dann muss und weh, wenn nicht. Und natürlich auch die Technikgläubigkeit, die damit verbunden ist, die muss man natürlich dann auch entsprechend ein bisschen in Frage stellen. Weil wenn wir nicht genau wissen, dass das die Person ist, die relevant ist, dann kann das natürlich alle möglichen Personen sein. Ne? Also, weil aus einer Information, die nicht vorhanden ist, irgendwas magisch irgendwie drüber zu stülpen, das, also am Ende des Tages geht es halt um Ähnlichkeit und es geht halt auch darum, eben genau, inwiefern verfälscht dieser Algorithmus eigentlich das Original und gibt uns ein Bild, das so eigentlich gar nicht existiert. Es gibt ja zum Beispiel auch eine Seite, This Face Does Not Exist, ja, wo du halt wo du nur Gesichter bekommst, die halt nur computergeneriert sind. Und das ist natürlich auch sehr krass. Aber also zurück zu diesem Entpixeln von Bildern. Genau, da will man natürlich, wenn davon irgendwie abhängt, müssen wir jetzt diese Person, die da auf dem Bild abgebildet ist, festnehmen oder eine Person, die diesem Bild zumindest sehr ähnlich sieht, dann bräuchte man natürlich entsprechende sehr hohe Hürden, um da tatsächlich sicher zu sein, dass es wirklich die Person, nach der gesucht wird. Weil sonst könnte ja jeder, der nur so ähnlich aussieht. Ich möchte doch sehr hoffen, dass mindestens die nächsten drei Generationen die Hürden so hoch legen, dass das einfach nicht gemacht wird. Ja, genau. Also deswegen, das ist... Da hast du aber viele Hoffnung. Ja, ach, das Gute der Menschheit. Ja. Aber deswegen ist es ja auch an so Leuten wie uns, die wir da auch einfach ein bisschen mehr mit Technik und Technikfolgenabschätzung zu tun haben und dazu auch eine Aussage treffen können, zu sagen so, Vorsicht, das sieht zwar alles sehr schön aus, aber das ist nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Zum einen das und da kann das Digitale halt auch nichts rausreißen. Fotografen haben im Analogen das schon vor 30 Jahren gesagt, dass das nicht geht. Genau. Und natürlich auch immer noch der Aspekt, sollte man das überhaupt tun? Also ist es überhaupt ethisch vertretbar, das zu tun? Unabhängig davon, ob es technisch geht oder nicht geht. Das ist ja dann auch nochmal der andere Aspekt an der Stelle. Nur weil Dinge gehen, sollte man die vielleicht nicht tun. Das ist wohl wahr. Und auch bei anderen Dingen, die gehen, hoffe ich, dass die nächsten drei Generationen, wenn es Quatsch ist, das einfach nicht tun. Ja. Man muss ja nicht jeden Blödsinn, der geht, verfolgen. Wer von euch hat sich, denke ich, schon mal über unzuverlässige Daten bei OpenStreetMap geärgert? Ich habe da bisher noch keine Schwierigkeiten gehabt. Noch niemand? Bin ich immer die Einzige, die immer vor Restaurants steht, die es nicht mehr gibt? Nee, das ist mir tatsächlich auch schon mal
passiert, ja. Also das finde ich manchmal echt so nervig. Das ist mir irgendwann im Januar mit einem guten Freund passiert und wir wollten ein Restaurant suchen und standen davor und es gab das Ding nicht mehr. Obwohl OpenStreetMap der Meinung war, da ist ein Restaurant. Das ist mir bisher eigentlich nur mit Bankautomaten passiert. Mit Bankautomaten auch nicht schlecht. Ja, also die Qualität von Bankautomatendaten ist offensichtlich dürftig an manchen Stellen. Bankautomat, was war das gleich nochmal? Bargeld? Was war das denn? Das halt gar nicht nutzt mehr. Man das in Zeiten von Corona überhaupt noch? Das ist die Frage, ne? Ja. Genau, also zum einen, es gibt ja irgendwie OpenStreetMap, also die bessere Alternative zu Google. Also sehr zu empfehlen, das zu nutzen und zu tun. Und Jeannie, ich vermute, du sprichst an auf eine App namens Street Complete. Genau. Weil es gibt nämlich eine App, um die Datenqualität von OpenStreetMap spielerisch zu verbessern. Und das funktioniert nämlich total super, wenn man nämlich mal einfach ein bisschen Zeit hat, zum Beispiel, weil man an der Bushaltestelle steht oder sich irgendwo draußen mit jemandem trifft und da gerade irgendwie noch mal kurz 2 Minuten irgendwie wartet, kann man nämlich das Street Complete auf seinem Handy aufmachen und einfach mal so gucken, was sind denn in der Umgebung gerade Informationspunkte, wo OpenStreetMap einfach mal noch besser werden kann. Und dann kriegt man entsprechende Aufgaben, wie ist dieser Ort rollstuhlgerecht? Ist dieser Ort erreichbar? Existiert er noch? Alles solche Sachen. Und kann das einfach sehr spielerisch, ich finde das ganz schön gemacht, kann man die dann da... Ich habe es mir auch gerade jetzt runtergeladen, weil ich sie gerade halt in unseren Notes gesehen habe, aber irgendwie bei mir zu Hause ist anscheinend nichts. Also ich nicht mal eine Bushaltestelle drin. Sollte nicht eine Bushaltestelle auch auf OpenStreetMap stehen? Nee, okay. Sollte, ja. Also das ist... Also er fragt mich nur gerade, ob ich den Namen der Kleingartenanlage weiß, die hinter meinem Haus ist. Keine Ahnung. Das ist ein bisschen so crowdgesourced, was für Aufgaben du dann da hast. Und ist halt leicht zugänglich insofern, aber hat natürlich nicht den vollen Umfang davon. Wenn man das jetzt direkt in OpenStreetMap oder einem anderen Tool dann entsprechend eintragen würde, ist aber für jemanden, der noch so gar nichts mit so freiem Kartenmaterial zu tun hatte, ist das eine ganz schöne Möglichkeit, sich damit einfach mal zu beschäftigen und da zu helfen, dass man da eine gute Alternative dann weiterhin hat. Ich glaube, wir sind dann auch fast schon am Ende unserer Sendung schon wieder angelangt. Richtig, ja, dabei hätten wir noch so viel, ne? Aber wir haben ja... Tja, dann wir können ja noch eine letzte schnelle Minute machen, die letzte Minute. Was wollt ihr noch unbedingt sagen? Okay, thanks, bye. Kauft euch ein Stand-Up-Paddleboard und geht Stand-Up-Paddleboarden. Ja, Bewegung ist gut und so. Ja. Und Wasser ist schön, vor allem in Potsdam. Weil Frischluft und Wasser sorgt dafür, dass ihr dann mit mehr Power dann weiter als Datenreisende unterwegs sein könnt. Richtig. Xerox, hast du noch irgendwas für die letzte Minute? Oder ist die schon? Ich könnte den letzten Musiktitel ansagen. Ja. Und zwar haben wir das jetzt so, wenn ihr uns jetzt im Radio hört, dann hört ihr Systemabsturz mit ihrem neuen Titel. Uhu. Und alle so, yeah. Systemabsturz hatten wir schon mal, kennt ihr vielleicht, genau. Wenn ihr uns allerdings im Podcast hört, dann hört ihr tatsächlich eine andere Musik, nämlich von Erdbeerschnitzel, die Wahlkampf Champagne. Der letztere Titel steht unter CC BY Lizenz Non-Commercial, Non-Derivative. Und alle die Titel sind auch wieder in den Shownotes. Insofern, es war mir ein Fest mit euch, die ihr da draußen seid. Und natürlich auch mit Genie und Knurps, mit euch beiden. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Und meldet euch zahlreich über radio@ccc-p.org, kann ich nochmal sagen. Genau. Fanpost. Jawohl. Tschüss.